So, ich habe jetzt den Schlauch so weit verlegt und mich entschlossen, hier die Anschlussdose zu machen. Der Rechner kommt dann direkt daneben. Ich habe mich also für diese Schwinghebelrechner entschieden. Hier vorne diese kleine Messingschraube, die lässt sich rein und raus drehen und damit lässt sich der Strahl ganz gut streuen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr also einen Sprenger an den Wasserhahn anschließt, dann kann der, sage ich mal, bis zu 10 Meter spritzen. Das heißt, hier an meinem Rasen, der ist ja nicht super breit, hier der Vorgarten, habe ich insgesamt vielleicht 10 Meter, 10 bis 12 Meter. Und er ist auch relativ schmal, so dass ich dann die Schraube sehr weit reindrehe, damit eben der Nahbereich auch gut besprüht wird. Man kann den natürlich dann auch einstellen, dass er eben rechts und links sozusagen einen Anschlag hat, damit man nicht den Gehweg mitwässert. Ja, ich denke, das ist eine ganz simple, kostengünstige Lösung, die ich mir hier ausgedacht habe. Klar könnte man hier PE-Rohre verlegen, alles super, und dann noch mit einer Druckpumpe arbeiten. Mache ich vielleicht später nochmal, dass ich hier eine Druckpumpe anschließe, aber ich habe drei Wasserhähne hier draußen und ja, nicht wahnsinnig viel Rasenfläche, sodass ich denke, dass ich so gut über den Sommer komme. Ich habe also hier hinten noch eine Fläche, ich zeige ich mal ganz kurz. Auch nochmal eine Mini-Rasenfläche. Habe ich neu angelegt. Übrigens dazu mache ich da auch noch mal ein kleines Video. Ich habe also einen Vertikutierer, hier war fast nur noch Moos, mit dem Vertikutierer alles rausgerupft und dann nachgesät. Das ist so eine Golfgrasmischung, die ganz fein ist. Man sieht, da sind noch ganz viele Lücken. Ich habe ein bisschen früh eingesät, musste auch noch mal nachsehen. Hier ist auch schattig, wie man sieht. Da kommt der Regner da hinten in die Ecke. Momentan, wie ihr seht, einfach so hier mit den Schläuchen, ist natürlich unpraktisch, nicht hübsch und auch nicht gut zu mähen. Dann habe ich hier nochmal eine ganz lange, schmale Fläche, wo ich eben im Prinzip auch hier die Boxen hinlege. Unter dem Wasserhahn mache ich also auch hier diese Ventilbox, so dass ich dann mit den beiden Anschlüssen hier arbeiten kann, beziehungsweise eigentlich brauche ich das gar nicht, weil ich nicht genug Druck auf der Leitung habe. Hier müsste man zum Beispiel dann eine Pumpe anschließen. Ja, und hier hebe ich dann auch die Platten hoch, lege den Schlauch da drunter und dann mache ich die Ventilbox hier. Hier ist so ein Erdöltank. Die mache ich dann wahrscheinlich hier rein. Ich habe jetzt gerade hier noch gestern den alten Zaun, das war so ein ähnlicher Holzzaun wie der hier, ausgegraben, steht da hinten. Und habe hier für den Hund, wir haben so einen kleinen Mini-Yorkshire, Coco, habe ich so einen Mini-Zaun hier aufgestellt. Hat natürlich den riesen Vorteil, dass man den einfach demontieren kann. Hier wie so ein kleines Türchen, alles ganz simpel gemacht. Also wir haben das Haus gemietet, deswegen habe ich mich jetzt hier nicht in Unkosten gestürzt. Den habe ich für 43 Euro eingekauft. Kann man die Stangen rausziehen und dann kann man eben den ganzen Zaun versetzen oder eben auch ausbauen. Ja, so, jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick zu meinem Gartenprojekt. Und ich werde jetzt ein bisschen weiter buddeln. Das ist ja nicht so interessant, das zu zeigen. Und wenn es was Neues gibt, dann melde ich mich. Tschüss!